Heute also unser letztes Philosophenporträt über Theodor W. Adorno. Bei den vielen Elogen im vergangenen Jahr anlässlich seines 100. Geburtstags schien es mitunter ein bisschen so, als sei dieser Philosoph des 20. Jahrhunderts auch philosophisch schon lange tot. Manche der Gratulanten gehörten zu jener Altersgruppe, mit der Adorno aufs Heftigste aneinandergeraten war. Widerstand hatte er den bei ihm studierenden Söhnen und Töchtern der Kriegsgeneration gepredigt. Und dieser Widerstand, den bekam er dann selbst zu spüren. Nämlich als er und Horkheimer sich weigerten, Protestpetitionen gegen den amerikanischen Vietnamkrieg zu unterschreiben, weil sie als verfolgte Juden den Vereinigten Staaten ihr Leben verdankten. Im Frühjahr 1969 besetzten seine Studenten das Institut für Sozialforschung. Sie störten sogar Adornos letzte Vorlesung. Ein paar Wochen später war er tot. Meinhard Prill über die Philosophie Theodor Wiesengrund Adornos. Von Adorno gibt es nicht viele Aufnahmen, auch nicht aus den wilden Zeiten der Studentenbewegung. Erstaunlich war er doch lange Zeit der Vater Courage der jungen Intellektuellen, mit denen er in einem übereinstimmte. Die Welt war nicht so eingerichtet, dass vernünftige Menschen in ihr leben konnten. Unter einem mündigen Menschen verstehe ich allerdings zugleich auch einen Menschen, der sein Schicksal in der Realität real bestimmen kann. Und das bedeutet eine Gestaltung, eine Einrichtung der Realität so, dass in ihr mündige Menschen leben können. Adornos intellektuelle Heimat war das 1924 gegründete Institut für Sozialforschung, das der Frankfurter Universität angeschlossen war. Geleitet wurde es von Max Horkheimer. Zu den Mitarbeitern gehörten der Psychoanalytiker Erich Fromm, der Philosoph Herbert Marcuse und der Kulturkritiker Walter Benjamin. Der brachte sich auf der Flucht vor den Nazis um. Die übrigen Institutsmitglieder retteten sich in die USA. Was Adorno dort am meisten erschütterte, war der Umgang mit der Kunst. Als organisiertes, routiniertes Freizeitvergnügen. Als Geschäft. Dass eine industrielle Verwertung dieses so humanen Spiels der Kunst stattfindet, das war für ihn eine solche Obszönität. Es gab für Adorno drei Höllen, ja? Faschismus, Stalinismus und Kulturindustrie. Adorno hat auch in den USA die Welt des deutschen Bürgertums nie verlassen. Er stammte aus Frankfurt, war der Sohn eines jüdischen Weinhändlers und einer italienischen Opernsängerin. Es muss eine glückliche Kindheit gewesen sein. Keinen Augenblick habe ich in der Emigration die Hoffnung auf Rückkunft aufgegeben. Ich wollte einfach dorthin zurück, wo ich meine Kindheit hatte. Spüren mochte ich, das, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit einzuholen. Aber wie sollte, so fragte er sich später in der Dialektik der Aufklärung, ein glückliches Leben möglich sein in einer Welt, die irgendwann den Weg ins Verderben eingeschlagen hatte? In der die Menschen, wie einst Odysseus, sich fesseln lassen müssen, um den Verlockungen der Natur zu widerstehen. Und niemand darf diese Fesseln lösen, denn dann macht jeder, was er will. Nur so war Fortschritt möglich geworden in der Welt. Durch Herrschaft über andere. Und über sich selbst. Dieser Zusammenhang von Naturbeherrschung als Fortschrittsprojekt und zugleich Selbstvergewaltigung zu Recht biegen eines Subjektes, das dann funktionsfähig in diesem gesellschaftlichen Prozess ist. Das ist für Adorno Horkheimer ist eine Urszene. Die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt, und man darf wohl sagen seit Jahrtausenden, beruht auf der Verfolgung des je eigenen Interesses gegen die Interessen und gegen alle anderen. Und das hat im Charakter der Menschen bis in ihr Innerstes hinein sich niedergeschlagen. Jeder Mensch heute fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann. Diese Unfähigkeit zur Identifikation, die ist wohl die wichtigste Bedingung dafür gewesen, dass so etwas wie Auschwitz sich inmitten von einigermaßen gesitteten und harmlosen Menschen hat abspielen können.
Zusammen mit Max Horkheimer kehrte Adorno 1949 nach Frankfurt zurück, ins neu erbaute Institut für Sozialforschung. Zu verhindern, dass Auschwitz wiederkehrte, daran wollte er mitarbeiten. Denn die Deutschen sahen sich nach dem Krieg eher als Opfer, denn als Täter. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, scheint mir die allererste an Erziehung. Dass man diese Frage so wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Ungeheuerliche als solches doch noch nicht so in die Menschen eingedrungen ist, wie es sein müsste. Und dasselbe ist ein Symptom dafür, dass die Möglichkeit, was die Menschen anlangt, fortbesteht. Mit diesem Programm wurde das Institut zu einem Zentrum für die bundesdeutsche Intelligenz, darunter Alexander Kluge, Hans Magnus Enzensberger, Ralf Dahrendorf, Ivan Nagel, Jürgen Habermas, um nur einige zu nennen. Als der Protest gegen den Vietnamkrieg losbrach, war das Institut bereits eine nationale Institution. Das Anliegen der Studenten betrachtete Adorno nicht ohne Sympathie. Und als der Student Benno Ohnesorg 1967 in Berlin von der Polizei erschossen wurde, solidarisierte sich Adorno sofort. Ich habe unmittelbar nach der Ermordung von Ohnesorg meinen Studenten im soziologischen Seminar gesagt, dass die Studenten heute die Rolle der Juden spielen würden. Und ich werde dieses Gefühl nach wie vor nicht los. Aber auf Adorno wirkte das revolutionäre Gebaren der Studenten bald naiv. Und als eine Gruppe von SDSlern sein Institut besetzte, rief er die Polizei. Höhepunkt in diesem merkwürdigen Kleinkrieg war das sogenannte Busenattentat, als drei Studentinnen im Hörsaal ihre Hemden hoben. Wofür oder wogegen weiß niemand mehr, aber es war eine Kränkung, der Adorno nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Ich sehe ihn, wie seine Augen tränen. Er hat sehr empfindliche Augen, er ist zuckerkrank gewesen auch. Wenn er sich so verletzt fühlt, so tief verletzt fühlt durch diese Szene der entblößten Busen, ja, bei dem ja er nicht weiß, was ist er jetzt, wird er verdächtigt, er sei ein lüsterner Onkel, ja, oder was sei er, ja, was soll seine Rolle sein in dem Zusammenhang, ja, er ist ja doch immerhin ein weltberühmter Mann. Am 6. August 1969 starb Adorno an Herzversagen. Es war ein rascher Abschied von einem Philosophen, der zu den wenigen gehörte, die als Emigranten zurückkehrten. Und ein langsamer Abschied von einer Philosophie, die heute ins Abseits gerückt ist, obwohl sie mit der Frage, wie Menschen ihre Freiheit behaupten können in dieser Welt, aktuell wie eh und je ist. Die Freiheit behaupten, in der Tat heute aktuell, angesichts der Schlagzeilen über menschliche Embryonen, die in Südkorea geklont worden sind. Über Adorno können Sie nachlesen in der politischen Biografie von Lorenz Jäger, bei der DVA erschienen. Heute Abend bei Dreisat zum Abschluss der Reihe Die Philosophie der Moderne. Ein zweiteiliger Film über Adorno um 22:30 Uhr und um 23:30 Uhr.